Unter Mission hast du es. Doch, hast du auch. Geil. Hä? Wo denn? Warte mal. E. Neben dem Buch. Ach da, Tatsache. LOL! Kann Warten. Sternbilder mal angucken. Geil. Oh, geil. Aber wir werden gerade hier schon wieder. Wo denn? Ach da. Oh, ist ja mega das Ding. Übelst nice, wa? Aber hallo. Warte mal. Ich höre sie doch. Hallo. Hallo, ist ja jemand im Busch? Da ist doch etwas im Busch. Oh, warte mal, ich muss mal ganz kurz hier gucken. Haben wir hier noch irgendwo ein Sternbild? Da haben wir noch ein Sternbild. Ich lese mal weiter im Buch auf jeden Fall. Oh, So, der wie ist Krieger. die? Ich schüttelte den Kopf, die Chance auf Gold strahlt nicht so wie meine Freunde am Himmel. Umblättern? Ah. Okay, hier sind die Sternbilder im Buch nochmal abgebildet. Okay. Ein Würfel? Ach nee, das ist ein Käfer. So, Castaway Eisel, hinter der Spitze fiel der Preis herunter. Warte mal kurz. Oh, das ist der Megalodon. Hier, oh, komm her, komm her, komm her! Töten! Was? Wie? Wen? Was? Töte den! Oh, danke. Den? Ja, weil das gibt. Oh, geil, das gibt echt Geld. Der lässt echt Geldwährung fallen. Was? 300 richtig echt Geld Dollar. Das kostet ungefähr 5 Euro, wenn man die kauft. Mega gut. Holzbrett? Wo denn? Ja, haben wir jetzt im Inventar schon, weil ich den getötet habe. Ach so. Übelst gut. So, ich glaube. Mäuschen, darf ich dich mal kurz? Aua, hallo. War ich gerade sehr aufgeregt. Also im Buch sagt jetzt, wir fahren nach Castaway Isle scheinbar. Na dann. Guck noch mal ganz kurz, ob vorne noch was steht. Ja. Castaway Isle, hast du gesagt. Ja, da sollen wir hin, weil da ist ein Stein vom Himmel gefallen. So, und dann wollen wir mal gucken. Castaway Eisel ist irgendwo bei einem Eber und einer wilden Meerjungfrau. Okay. Bei dem Sternbild. Ja, super. Sternbild, Wildschwein und Meerjungfrau. Wie heißt es? Castaway Isle? Ja, du siehst schon das Schiff, was genau vor deiner Nase ist, ne? Dieses große, monströse, leuchtende Piratenschiff. Nein, sehe ich nicht. Woher soll ich sehen? Weil es riesengroß ist. Ich bin gerade unten am Kartendeck, du. So, Leute, jetzt pass mal auf, ja? Wenn ich jetzt unten am Quartendeck stehe und ich gucke da so hin, sehe ich dieses riesige, monströse Schiff. Nein, weil du direkt auf die Karte guckst. Aber jetzt sehe ich's. Ach Mann, ey, manchmal habe ich echt das Bedürfnis, dich zu schlagen. Aber spätestens nachdem man zweimal gesagt hat, da ist ein großes Piratenschiff, kommt keiner auf die Idee, dass wir fliehen sollten. Dann guckt man erstmal auf die Karte. Also ich mache jetzt hier erstmal die Düse. Ja, ich suche gerade Castaway Isle. Ja, bringt uns nichts, wenn der uns versenkt. Wo hänge ich denn hier fest? Also ich, ne? Immer erst abhauen, dann kannst du looten, Schätze gucken, Dingsbums. Der uns jetzt verfolgt, wäre das echt uncool. Alter, ist das ein Riesenschiff? Alter! Hoho. So, jetzt kannst du. Also ich Ich glaube. find's nicht. Naja, ich mach mal erstmal kurz noch ein bisschen weg von dem, ne? Nicht, dass der uns gleich wieder Ach, doch versagt. hier, warte einen Moment, ich hab's. Ja, in welche Richtung muss ich denn schimmern? Richtung Südost. Oh, guck. Vorbei am Schnitterversteck. Ach, guck mal, bin da schon fast richtig. Ja, hier ist es Mit nämlich. den Schnitter versteckt sind wir auch schon. Oh, meinst du, wir können da mal kurz andocken, dass du mal den Schädel abgibst, den wir ja hier haben? Beim In der Schädel Schnitter? schon. Wo haben wir denn Schädel? Ach da. Direkt neben dem Knast, ja. Ja, können wir machen. Gute Idee. Ja, Crossfire, guten Hunger, bis gleich, ne? Was dachtest du denn, was du da findest? Nix, alles gut. Fahr weiter, gleich kommt die Meerjungfrau.
Hallöchen, Herr Meerjungfraumann. Meerjungfraumann. Oh, warum stehe ich denn jetzt am Steuerrad? Achso. Ja, weil ich gerade die Segel eingeholt habe. Das ist gut. Das ist echt gut. Und ich bin schon wieder. Ach, leck mich doch am Arsch. Fahr mal du. Jetzt, ich schwimme schon mal an Land. Jo, jo, ich park jetzt hier mal schön ein. Wobei, nee, ich schwimme einfach neben das Schiff hier, weil dann kann ich ja einfach, warte, Moment, komm. Das Schiff? Na, die, das, du, uns hier, Leiter. Ach so. Leute, ich dachte schon, das ist schön am Arsch. So, Moment. Oh. Dann nehme ich mal den Schädel. Wo soll ich den, wo verkaufe ich den am besten? Na ja, bei dem Typen da drinnen. Da immer dem roten Licht nach. Dem roten Licht nach, sagt er. Ach, dem roten Licht. Okay. Überhaupt nicht gruselig oder so. Nö, nö. So ein Opfertempel hier. Opfer. Und jetzt? Ja, da steht so ein Typ mit Maske. Hier steht keiner. Doch, ganz am Ende. Ach, ich muss hier hoch. Verkaufen. Garstiger Kopfgeldschädel. Uiuiui. Uiuiui. Ja. Nicht schlecht. Huch. Was wollte? Was ist jetzt hoch? Warum sagst du hoch? Hä? Naja, habe ich schon wieder E gedrückt? Ja, sorry. Nein, du hast hoch gesagt. Deswegen hat ja, mich. Hoch, weil ich vom Schiff gefallen bin. So, achso. Gab's denn hier? Nur mal ganz kurz, wo wir schon mal hier stehen. Wir haben jetzt echt kein Bier. Mal kurz gucken, ob es hier einen Store gibt. Kann man hier. Nee, hier kann man den doch nicht aufrufen, ne? Den gibt's woanders, wa? Das kann durchaus möglich sein, ja. Ja, okay. Wir haben echt Geldwährung gefunden. Das ist halt immer so ein Skelett, weißt du, das Gold und hat so einen Beutel auf dem Rücken und rennt halt weg. Mhm. Das ist halt richtig gut. Also das finde ich richtig gut, dass sie sowas machen, ne? Dass da halt wirklich auch die Möglichkeit haben, echt Geld, statt zu kaufen. Geil, hier hinten könnte man das Schiff anpassen. Ja, ja. Wenn man, genau. Alter, oh, was ist da? Guck mal, das ist ja ein Wrack. Hättest du Bock noch schnell auf den Wrack, weil das ist ziemlich dicht in der Nähe und ich meine, dann können wir hier wieder verkaufen und umstehen. Guck mal da hin. Warte, Moment. Also ich würde. Ja klar, ne? Ja, na sicher. Warte mal, da hinten ist das Wrack, sagst du, ja? Ach da, Ja. Dann brauchen wir bloß einmal kurz zurückschippern. Und so, Moment. Oh, jetzt muss ich drehen. Aber in die Richtung. Er hat wirklich gut eingepackt, ne? Einpacken bin ich echt gut, finde ich. Mit Schiff. Du solltest Kapitän werden. Ne? Also ich bin früher auch Boot gefahren, aber jetzt nicht Schiff, also mit Segeln, aber. Lol, ist das. Lol! Ach, hier ist eine Sandbank. Guck mal, nein! Knarzt ein bisschen. Aber solange wir die Segel nicht haben, geht das eigentlich ganz klar. So, na dann. Du musst darauf achten ab und zu, dass sich die Musik halt immer wirklich extrem anpasst. Die ändert sich, wenn du Höchstgeschwindigkeit hast, die ändert sich, wenn du irgendwas umkreist. Aber nicht immer gleich Kampfmusik, sondern die ändert sich ganz schleichend. Mhm. Aber der Spieler, der hat gerade nicht drauf, mein Fehler. Der hat da wirklich ein Händchen für so die ganz seichten Musikübergänge. Mhm. Zum Beispiel müsste da Musik sich auch gleich ändern. Weißt du, so eine ganz ruhige, weil wir segeln. Mhm. Und wenn wir Richtung Wrack kommen, dann müsste eigentlich auch so ganz leicht die Musik sich ändern. Übrigens, wenn du hier am Wrack angelst, kannst du vielleicht einen Wrackschnapper fangen. Einen Wrackschnapper? Die sind halt meistens bei Wracks, ja. Oh, so okay. Neblitsch. Neblitsch. Aber ist gut, aber Nebelleuchte an. Alles gut. Guck mal, hab ich mittlerweile schon einen Namen? Ne, Make-up hab ich auch noch nicht. Achso, hier hat mich neulich der Kraken angegriffen. Och, naja, wenn sonst nichts weiter war. Also fast, also ziemlich. So. Wir sind eigentlich gleich am Wrack. Bin mal gespannt. Man muss so tief tauchen.
Orientierung nicht verlieren, sonst selbst ab. Da, Captain! Da ist ein Wrack! Da, Wrack! Ich fahre uns mal ganz dicht dran, dass wir nicht so weit schwimmen müssen. Ja, da, Wrack, da, da, oh, da, Achtung, aua, 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 aua. Ach, geht. Ja, hervorragend. Ja, gut, ne, war echt. Aber Wahnsinn. So dicht, da müssen wir überhaupt gar nicht weit schwimmen. Warte mal. Ist richtig gut eingefahren. Bin ja gerade ein bisschen stolz. Achtung, ab und zu mal Haie hier im Wasser, ne? Och naja, wenn sonst nichts weiter ist. Ja, ich sag mal meine Wumme nach, weil Haifleisch ist lecker. So, wo müssen wir denn hier hin? Na, das ist halt so ein großes Schiff, quasi. Warum kann ich hier nicht. Warte mal, hier runter. Hier geht's runter. Ja, die Steuerung ist unter Wasser ein bisschen. Merkwürdig? Flasche will ich nicht. So, gucken wir mal, ob hier. Ja, warte kurz, ich muss erstmal ganz kurz Luft holen. Oh, Kanonenkugelfass. Ich nehme mal die Truhe hier mit. Truhe des Plünderers. Ja, nice. Internet. Das kommt hinter dir nicht durch. Schnell Luft holen. Ich muss auftauchen, ich muss auftauchen, ich muss auftauchen, ich muss auftauchen, ich muss auftauchen. Okay, ich habe übrigens einen Schädel gefunden, ja? Stellen wir hier noch die Kiste hin, ja, hier oben. Mach mal. Da war nämlich noch ein blauer Smaragd. Ist Quatsch, weil Smaragde sind nicht blau, aber. Sag mal, haben wir eigentlich schon mal unsere Kanonen? Ne, haben wir noch gar nicht geladen. Hast du Kanonenkugeln auch im Inventar? Ja, selbstverständlich. Ja, gut, der empfehle ich halt immer, weil, also ein paar, also zumindest wenn man fährt oder so, ne, da hast du da mehr Jungfrauen Saphir. Saphir, ja, für dir. Ja, gut. Wo hast du denn die Kiste hingestellt? Auf der Treppe eigentlich direkt. Auf der Treppe? Ja. Ach da. Ach da. Ich nehme die mal mit runter. Und dann werde ich trotzdem, ja auch wenn es vielleicht jetzt fürs Internet langweilig sein mag, gucken, ob ich hier nochmal einen Wrackschnapper kriege. Denn die sind nur an Wracks. Das ist also, wenn man schon mal da ist. Ja, ne, was hast du denn da noch? Alter, ist das denn für ein Schädel? Aschgrauer Hass. Alter, ich glaube, der bringt richtig gut Geld. Also den bringen wir auf jeden Fall gleich zu den Typis. Schnell gucken, dass hier kein Schiff in Sicht ist. Ich sehe keins. Gut. Schmeiß mal die Angel ins Wasser. Ja, da klingt nach einem hervorragenden Plan, Mike auch mal. So, was hänge ich denn da ran? Ah, du musst da. Achso, ich mache das immer ohne Köder. Kann man auch, aber komm, ich gebe dir hier. Wie geht denn das? Warte, Moment. Moment. Regen wir mal nehmen. Ja, wie mache ich das? Du nimmst die Angel. Erstmal in die Hand. Ja. Dann drückst du nochmal Q, dann drückst du R für Köder und dann wählst du. Ah, geil. Ja, geht zwar auch ohne, aber mit ist halt, kannst du, ne? So, und dann Richtung Wrack sprechen, ne? Gucken wir mal. Achso, Richtung Wrack. Naja, so am. Ja, da wo du bist, ist schon. Mal gucken, und da kann manchmal halt so ein Ding anmalen. Dann brauchen wir mal schauen. Die kann man halt abgeben oder man kann halt grillen und dafür seine Gesundheit ein bisschen. Oh, Alter, guck mal hier, die kann man fetten. Ja, bei mir beißen sie noch nicht. So, und jetzt. Oh, oh doch, jetzt kommt bei mir ein blauer. Ja, bei mir ist ein fetter blauer, Alter. So, und dann ganz chillig, ne? Wenn die Angeldolle knarzt. Ah, fuck! Ne, das ist abgehauen. Ach scheiße, zu dicht am Wrack. Okay. Gut, dann stell ich mich oben. Ja, aber ein bisschen zu dicht, weil der darf das Wrack nicht probieren. Egal. Ob ich ein bisschen traurig bin. Ja gut, der Schiff, wollte gerade sagen, der freut sich jetzt über die leckeren Würmer, aber ich habe ja noch Maden zum Glück. Gut. Ich angle jetzt mal mit Blutegel. Ding, 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 ding. Ja, komm. Ding, 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 ding,
Die Musik, ne? Das war. Die Augen, glaube mir. Also kleiner Fisch hier, aber. Egal, den brate ich mir halt. Okay. Nein! Ich immer diese fucking Taste! Leck mich am Arsch! Warum drückst du sie denn? Ach, leck mich am Arsch, ey. Einen Versuch mache ich noch. Finger weg jetzt von der Taste, Alter. Beherrsche deinen Geist, beherrsche deinen Körper. Für den Braten reicht's. Komm her. Komm, hol das Lasso raus. Wir spielen Cowboy und Indian. Piraten, was? So. Ja, na bitte. Eigentlich haben? Ach, scheiß, auch da war der Mast. Okay, wir sind dicht am Schiff. Ja, in die Richtung, wo du alles hätte ich mal ordnen sollen. Ah, komm, einen noch. Das war jetzt ärgerlich, weil ich war halt am Mast. So, dann bringen wir nochmal die Kiste weg und dann gehen wir auf Quest. Warte, Moment, auf die letzten Meter will er gerade nochmal ganz kurz kämpfen hier. Aber nicht mit mir, mein Freund. Ja, ich habe da auch gerade reingeworfen. Okay, das ist ein Dicker, den nehme ich. Aber den will ich dann aber verkaufen. Was habe ich hier? Fetter. Ja, oh ja, ein rubinroter Punchdieber. Siehst du, was ich eigentlich hier dran habe? Siehst du das? Ich weiß nicht, warte mal kurz. Ich muss mal ganz kurz Proviant fass. Ich würde ihn ja im Inventar behalten. Guck mal hier. Wo bist du? Ja, Angel. Ach da. Nice. Ne, das ist ein fetter Trophäenfisch. Oh, sehr schön. Bei dem Angler-Dude verkaufst, wo wir gerade waren, wo wir die Quest geholt haben. Würde ich halt einmal noch kurz ranfahren, bevor wir wirklich zur Quest fahren. Weil, da kriegst du halt so kleine Achievements, ne? Ach so. Du steigst halt im Jägerrang auf, wenn du geangelte, gebratene Fische abgibst. Ja, Fisch. Also isst deinen bitte nicht. Wieso? Hast du meinen schon gesehen? Ja, aber wenn du sie abgibst, kriegst du Punkte. Und den Pan... Für die Gilde. Achso, und diesen Panstieber, den ich hier hab, der ist, ist ein guter, sagst du. Alle Fische. Es gibt halt die großen, klar, aber du kriegst halt trotzdem immer noch ein paar kleine Punkte und ein ganz bisschen Gold. Aber du kannst ja bei den Gilden halt immer leveln und bei der Jägergilde musst du halt Fische abgeben oder gebratenes Fleisch am besten. Du kriegst dafür halt Belobigung. Kann ich den jetzt eigentlich auch mit der Dings? Mit der Harpune? Hör auf jetzt, mein Fisch, ich hab den gleich. Sag dir, wenn du den verspeist, ne? Na gut. Ich kann gerne gleich nochmal probieren, wenn ich einen kleinen dran habe, dann können wir es testen, aber den will ich haben. Ich kann nicht auf der Kalone stehen. Okay, cool. Muss echt immer aufpassen, dass, ne, wenn du, nach vorne. Aber wenn du knapp, dann musst du falsche Richtung, musst du in die andere Richtung ziehen. Das reißt. Ach was. Oh, ja, komm her, komm. Sonnengelber Trophäenplanschnieber. Achso, ich hab hier irgendwie Inventar voll. Ess ich mal Granatapfel. So, Angel, wo war die? Nehmen. Ja, gucken die an, Junge. Zeig mal. Alles hast du weggepackt. Geil. So. Wo war denn jetzt eigentlich dieser
Schnitterversteck war. Das war das Schnitterversteck, oder nicht? Links. Ja, irgendjemand hat geniest. Okay, der Affe. Mr. Bubbles, werden die etwa kranker vorher? Was soll denn das? Ja, der wird nur krank, weil du mit ihm unterwegs bist, deswegen. Krank vor Sorge. Links habe ich gesagt, ne? Ja, wir müssen jetzt Richtung Nordosten. Nach da. Ja. Siehst du schon, ja? Denk an die kleine Sandbank da vorne. Ich versuch's. Aber der Schädel, Alter, der ist richtig. Ich glaube, der ist richtig gut. So ein richtig seltener Schädel auch. Wo müssen wir den abgeben? Bei dem. Ja, auch bei den Dude. Achso. Denke ich. Hoffe ich. Meerjungfrau Saphir und Truhe des Plünderers. Ja. Ich denke, das kann man da bei denen auch verkaufen. Ich glaube, dann nimmt er hoch. So, da war da. Captain, da, da, Captain. Ja, eigentlich, also ist das, du wirst die Quest machen und dann, ach, guck mal hier, guck mal da. Hattet gerade, also weiß ich nicht, aber wird gerade dunkel, ne? I don't like this shit. Vielleicht wieder ein Piratenschiff neben uns auftaucht, das wäre die Welt in Ordnung. Ich sehe leider nicht allzu viel, aber ich werde mal die Segel einholen, wa? Ach so, ja, Moment. Ja, da ist die Sandbank direkt vor uns. Also, Kacke. wir krachen voll rauf. Ich sehe halt als Captain hier nicht so viel, ne? Nicht? Wir sind übrigens auf Grund gelaufen, wollte ich nur sagen. Ja. Ja gut, die habe ich jetzt irgendwie spät gesehen. Das sah irgendwie so aus. Ach so, die ist da hinter dir. Oh, Ja, die habe ich auch ein bisschen spät gesehen, deswegen. Naja, wir was haben scheinbar soll's. auf dem Markt nicht alles gesammelt. Naja, egal. Aber nicht? Ja, ich weiß nicht, ob da noch irgendwas. Da sind auf jeden Fall noch Möwen drüber. Ist ja egal. So. So. Der Schädel flüstert die ganze Zeit. Ah, hier ist wieder diese kleine Sandbank. Wenn du jetzt noch ein bisschen eindrehst. Oder auch nicht. Geht auch so, oder? Ah, okay. Dürfte reichen. Könntest du dich damit der Bruder anziehen, ne? Aber gut, jetzt sind wir ja auch da. Ja, ich habe gerade schon mal den Schädel genommen. Was ist nicht so die große Hilfe? Dafür werde ich auch nicht bezahlt. Ja, doch. Segel setzen und ein und Harpune zum Einhaken, na klar. Ja, lass mich mal kurz den Schädel verkaufen. Ja, muss ja nochmal zurück die Truhe auch verkaufen. Ja. Alter, da liegen. Pack's hier hin, wa? Ja, vor Eingang, weil da Schätze im Wasser und hol ich mir. Lala. Gucken wir mal, was wir dafür gekriegt haben. Meerjungfrau Saphir, uiuiuiui. Nicht? Wo ist der andere Schatz? Hast du ihn schon hergebracht? Nee, ich schwimme gerade und loote hier das Wasser, weil hier hat einer Schätze verloren. Schnitterknochenansehen erhöht. Ah ja. So, dann kommen, holen wir da den Schatz hier noch. Da noch eine Kiste gelegt. Und ein hasserfüllter Schädel. Noch ein hasserfüllter Schädel. Das war jetzt nicht so wertvoll, aber. Ah, doch, den hasserfüllten Schädel, den wir gerade verkauft haben, der war ja auch eine Menge wert. War der hasserfüllt hier?
500, na gut, die Truhe war jetzt nicht so. Gucken. Ja, hier steht übrigens bei mir noch eine Truhe. Ja, ich komme gerade zu dir. Ja, aber das ist ein normaler Schädel. Aber da immerhin. Kleinvieh macht der Mist. Und dafür, dass es uns vor die Füße gefallen ist, würde ich ja nur echt nicht meckern. Nee, ist richtig. Das passiert übrigens, wenn halt welche ausloggen. Ja, wenn die dann noch was an Bord haben, ne, bleibt das erstmal liegen. Darum die Fässer im See manchmal. Dann ist halt einer ausgeloggt. Ach so. So, Dude. Was kriegen wir denn dafür? Ja, 629, ist okay. Was los, Mr. Burns? Bist du aufgeregt? Ist dir jetzt zu gruselig? Dreihundertzwei, naja, gut, okay. geschenkten Gaul. Ach, schaut man nicht hin. Oh. Ja, aber mir ist es aber gut, wenn man weiß, wie viel die Werte sind, damit du halt weißt, welche Kisten du zuerst rettest. Falls mal Not am Mann ist. Oh, schon Level 9 Schnitterknochen. So. Ach so, ja. Ich wollte ja eigentlich nochmal einen Fisch loswerden, weil der hier auf der. Die Karte hast du ja schon markiert, ne? Ja, stimmt, das hattest du. Die war ja nicht so. Ich muss mal kurz hier. Funte. So. War denn hier irgendwo noch dieses. Wo war denn dieser kleine Outpost? Achso, der war. Links von uns. Ja, gut, da fahren wir da mal ganz schnell. Ganz schnell. Ganz schnell. Ah, ich sollte mein Handy nicht auf die Maus legen. Sehen tue ich mir schon. Bist du schon etwa wieder losgefahren? Nee, ich drehe nur. Aber ja, ich hätte gedacht, du bist auf Bord, bist. Ich hätte wahrscheinlich wirklich stabil. Musste gerade mal Fanservice betreiben, deswegen. Ja, ciao. Arschloch. So, Mr. Bubbles, Herr von Duck, ich lege jetzt ganz vorsichtig hier vorbei. Ich sehe halt nicht so viel. Ich glaube, da vorne ist auch wieder Land. Wir müssen uns vorbei manövrieren. Wäre toll, wenn ich stell mir vor, ich hätte vorne Augen und mir könnte vorne jemand sagen, ob ich auf eine Insel auffahre. Wäre so geil. Ja, tust du aber nicht. Nee. Na, müde, müde kleiner Mr. Bubbles. Ich hol mir den Bruder drauf, ne? Mach mal. Bye bye. Hast du den Affen schon wieder getötet? Ne, guck mal, ich hole jetzt hier das Boot so vorne reinsetzen und dann. Sehr schön. Hoffentlich sieht Peter das nicht. Ja, sonst bin ich echt am Arsch. So, hab ein Boot. Anna sitzt im Boot. Anna sitzt im Boot. Ich hab ein Boot. Die dicke Ja, Anna sitzt im Boot. Sie fürchtet keine Hungernot. siehst du irgendwo den? Kannst du mal nach oben krabbeln und sagen. Ja, wo ist denn der Außenposten gewesen? Welcher Außenposten? Ja, der ganz kleine, da wo wir vorher die Angel-Dingsbums abgegeben haben. Twin Groves? Nee, ich will zu dem Nordstar. Ach so, ja, der ist da. Oh, scheiße, Schiff. Der ist links von uns. Ja, weiß ich doch nicht. Deswegen frag ich dich doch. So, Kannst du warte. bitte alle Laternen mal ausmachen, dass wir, falls unten noch an sind? Ja, Moment. Na, nicht Moment. Ja, ich bin gerade dabei. Alles gut. Na gut, es war jetzt eh die Sonne, aber er muss uns ja nicht von weitem schon sehen.